Ja, willkommen zurück, Leute, bei World of Warcraft. Wir sind hier gerade noch zurück, wir sind hier nicht zurück. Wir sind eigentlich schon zurück, aber wir sind auf dem Rückweg zum Ankerplatz. Um die Quest abzugeben, die zwei Quests hier. Mal sehen, ob es noch Folgequests gibt. Es könnte natürlich sein, dass wir da noch rüber müssen, auf die Schiffe und die Typen mal kräftig verkloppen müssen. Aber wir haben hier noch eine Quest auf der anderen Seite und die müssen wir für die auch noch erledigen. Ja, die scheinen hier schon kräftig zu bauen. Die Sklaven. Nee. Das sind ja die Standard-Menschentypen. So, mal gucken. Haben wir die Quest für dich, meine teuerste? Wow, Feuer. Und ich stehe immer noch drin. Gelobt sei Elune. Ja, Elune sei gelobt, meine Freundin. 700 EP bekommen, das ist immer richtig viel. Und dann kriegst du deine 8 Kugeln und dann kriegen wir wieder 700. Okay. Haben alle Quests erledigt. Wahrscheinlich kriegen wir dann eine Folgequest, wenn wir da drüben noch alles erledigt haben. Da werden wir jetzt auch gleich hingehen. Ja, da müssen wir nämlich das nordischen Kompass und den nordische Karte finden. Das sind wir schon vor 3 Parts angenommen, glaube ich. Irgendwie sowas. Aber dazu sind wir noch nicht gekommen. Ja. Übrigens findet ja auch die Gamescom diese Woche statt. Ich hoffe, der Part ist in dieser Woche, oder? Ich glaube schon. Ich glaube am Wochenende. Oder ich rede gerade davon und die Gamescom ist schon. Das kann natürlich auch sein. Ich muss meinen Wochenplan noch planen. Da finden ja auch die Arena-Matches 3 gegen 3 statt. Da können echt die Teams in Preisgelder insgesamt von $30.000 gewinnen. Also nicht ein Team, sondern das ist jetzt für das ganze Ding da. Also da kriegt jeder ein bisschen vom Kuchen ab. Kommt halt drauf an, wie weit man kommt, ne? So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ich bin eh nicht so der Arena-Spieler, aber da kann man, also im E-Sport kann man schon richtig cooler verdienen. Ich glaube bei StarCraft sogar noch mehr. Denke ich zumindest. Also in manchen Spielen kannst du richtig, ich glaube League of Legends gibt es auch schon Preisgelder für Turniere. Also da, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, Leute, aber ich glaube in Südkorea kann man da richtig Geld verdienen mit. Weiß ich jetzt nicht so genau. Weil es da ziemlich populär ist. Also da kann man richtig Geld verdienen, da muss man glaube ich gar nicht mehr arbeiten dafür. So viel Kohle verdient man da. Das muss auf jeden Fall ziemlich, ja, ich meine da, andere verdienen halt mit Fußball viel Geld und andere mit Zocken, ne? Ich meine, es gibt ja auch Let's Player, die richtig fett Geld verdienen. Mit der, nicht heilen. Ich meine, aber wenn du mit einem Let's Playen wirklich so viel Geld verdienst, dass du nicht mehr arbeiten müsstest, und dann brauchst du echt viele Zuschauer, finde ich. So, warte mal, ich trick's die mal kurz aus. Hier liegt nämlich was. Da ist die nautische Karte. So, jetzt müsste das andere. Das ist hier auch gleich. Wo ist denn der? Ich bin doch direkt auf dem... Ne, der ist da drüben. Ah, da beim nächsten Lager. Da ist er. Aber den werde ich nicht wegbekommen. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, ob mich da irgendjemand noch adden kann. Ich muss näher ran. Oh Gott. Als Tankbrawler kann man Gott sei Dank das Richtturteil dann ein wenig verlängern. Oh Mann, der eine läuft mir da wegen sehr gefährlich rum. Interessiert ihr euch eigentlich für so Arena-Matches? Ich weiß ja nicht. Ich bin jetzt nicht so der Typ dafür. Gucken wir lieber ein gutes Fußballspiel an. Gott, was kann ich denn jetzt wegschmeißen? Komm, hau mal einfach das hier weg. Ich sollte mal wieder was verkaufen. So, dann haben wir jetzt den Kompass und das andere Ding. Und können zurück. So. Jetzt müssen wir bestimmt darüber. 100 Pro, bin mir ziemlich sicher. Hm.
Ja, ist noch so lange bis Mists of Pandaria. Oh Mann. Ich habe mich ja noch wirklich nicht sehr drüber informiert oder so. Ich bin ja eher so einer, der darauf wartet und dann loszocken will. Weil es nimmt auch immer mal die Spannung, wenn man sich da das ganze Zeug schon angeguckt hat. Das letzte Mal, wo ich gelevelt habe, habe ich auch gar nicht so die Zeit gehabt, mir das Ganze anzugucken. Da habe ich in 2 Wochen auf Level 85 gelevelt. Oder nee, in 1 Woche, glaube ich. Und dann ging es gleich mit dem Indie-Skin und Raiden los. Das werde ich diesmal nicht machen. Da werden wir ganz gechillt schön uns die ganze Sache angucken. Und ihr seid live dabei. Das müsst ihr mal euch denken. Diesmal ist live jemand dabei. Na okay, live nicht, aber... Ihr könnt es euch ja dann im Nachhinein ansehen. Da hast du deinen Kompass, mein Freund. Und eine Karte. Und wir bekommen gleich eine neue Quest. 2 neue Quests. Laubhaufen und ausgehöhlter Stamm. Okay. Okay, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich die ganzen Sachen vorlesen soll. Oder einfach weiterlaufen soll. Oh, was ist denn das? Ein Huhn! Das haben wir doch noch gar nicht, oder? Love. Ihr liebt das Huhn. Ja, das Huhn ist super. Und wir lieben das Huhn. So. Wo ist denn ein ausgehöhlter irgendwas? Baumstamm. Ich meine, ich bin hier mitten im... Oh, oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Bleib stehen, Mann. Bleibst du stehen, du Ratte? Ich weiß gar nicht, ob ich die Ratte auch lieben darf. Love. Ihr liebt die Ratte. So, gucken wir mal. Ist das eine Ratte? Das ist Huhn. Nee, die Ratte ist nicht dabei. Ach, die Ratte gehört dann wohl zu den bösen Tieren. Hm. Okay. Die ist aber scheiße schnell, ey. So, warte mal, ich muss gerade mal horchen, ob mein Mikrofon noch geht, weil ich gerade an das Kabel rangekommen bin. Ja, okay, ich bin noch gut zu verstehen, Leute. Dann wollen wir mal weitermachen. Wo ist denn die Ratte? Ratte, Ratte, Ratte. Ich muss dich mal kurz... Na, jetzt rennt sie da rein. Scheiße, jetzt bleib ich da hängen. Bleib stehen, Mann. Die rennt hier ihre Runde. Da laufe ich mal hier lang. So. Ich glaube, die müssen wir killen. Das ist so ein Ungeziefer. Oder wird als Ungeziefer gezählt, dass man Erfolg bekommt oder so. Oder auch nicht. Oder? Nee, das ist eine andere Kategorie. Wo waren das? Da, das... Da, die Ratte. Ja, die zählt dazu. Kammerjäger. Ich würde zwar einer Ratte sowas nicht antun, aber... Oder mein Laubhaufen. Das ist ein Laubhaufen? Ja, okay. Mal gucken, was da ist. Laubhaufen. Aha. Oh, da ist der ausgehöhlte Baumstamm. Zack. Was muss man denn da machen? Ausgehöhlte Stamm. Ja, den müssen wir einsammeln. Toll, und wo sind jetzt die anderen Laubhaufen? Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt soll ich hier Laub einsammeln, ey. Das kann doch nicht sein, oder? Ja, hallo, Laub. Von den Bäumen rütteln. Du hast noch so einen Baumstamm, aber den brauche ich ja nicht. Toll, den Baumstamm finde ich, aber das Laub nicht. Das ist doch so ein Baumstamm, ne? Aber das ist nicht ausgehöhlt. Laubhaufen, da drüben ist ein Laubhaufen. Und ein fetter Truthahn. Böser Truthahn. Oh, da können wir es, glaube ich, mal sehen. Da ist er 5 und... Hat eine grüne Schrift. Man sieht auch schon, ich kann mich in seiner Nähe aufhalten und er greift mich erst jetzt an. Es dauert ein bisschen länger natürlich, es ist kein Gegner mehr für uns, also.
So, Fakt. Inventar ist voll. Ja, Inventar ist voll. Ich habe wieder nichts verkauft. Aber da haben wir auch schon den nächsten Laubhaufen. So. Gott, wir haben ja gleich ein Level up, Leute. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist geil, das ist geil. Bestimmt, wenn wir die Quest abgeben. Oh, da ist der Ray, aber eine Ray habe ich schon. Mein Siegel ist weg. Da haben wir einen Laubhaufen und das... Na, wir brauchen noch einen. Komm, Laubi, Haufi. Da ist ein Laubhaufen. Oder habe ich in der Nähe noch einen? Auf dem Rückweg ist auch einer. Alles klar, dann gehen wir mal da lang. Da sparen wir uns doch den Weg. Junge Trainer schreit. Trainer, kann mich jemand hören? Ich brauche Hilfe. Diese Kreaturen. Kreatur will mich umbringen. Aha, und welche? Wo? Keine Ahnung. Ich habe nichts gehört. So. Dann haben wir die Quest abgeschlossen und werden wahrscheinlich ein Level-Up erleben, das es in sich hat. Ich denke zumindest, oder wie viel? 92%? Hm, könnte eng werden. Das Licht sei mit euch. Da hast es. Ah, nur 200. Admiral Odysseus bei Odysseus Angeplatz auf der Azumon-Insel möchte, dass ihr das Treffen beobachtet, dass Griezel und der Verräter gemeinsam ausgemacht haben. Seid vorsichtig. Ich hasse dich, Kräke. Jetzt müssen wir doch da raus, hä? Nein, dahin? Oh Gott, ihr wollt mich doch verarschen. Verräter entlarven. Pff, ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt müssen wir da rüberlaufen. Hm. Hm. Na okay. Wir müssen es ja sowieso, Leute. Oh, das ist eingelaufen, ne? Aber mit Level 20 wird alles besser, Leute. Dann können wir endlich reiten. Stopp. Stopp. Du bewegst dich sofort zurück, Alu. Du verkaufst sofort alles, was du hast. Wir haben nur einen Platz frei. Fällt mir gerade auf. Ich meine, wenn ich auf meinem anderen Server wäre, hätte ich jetzt wahrscheinlich schon ganz guten Taschen drin. Was geht euch durch den Kopf? Was mir durch den Kopf geht? Eigentlich gar nichts. So, dann verkaufen wir mal alles. Ne, das verkaufen wir natürlich nicht. Ich meine, das Ding braucht man nicht mehr. Das Schwert hauen wir weg. Das hauen wir alles weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das Muschelfleisch. Baumverkleidung, das braucht man ja. Das haben wir ja gerade bekommen. Die Eier lassen wir mal. Das behalten wir, das brauchen wir ja noch. Das ist ja ein Questgegenstand, oder? Oder? Nee, das ist kein Questgegenstand. Nee, ein Questgegenstand sieht ja anders aus. Ah, die zwei stören. Ich müsste mein Lager einrichten. Ach komm, das haben wir auch weg. Das haben wir weg, das haben wir weg. So, das reicht jetzt so, oder? Das reicht, das reicht. Das ist alles in Ordnung so. Aber ist meine Rüstung irgendwie freckt? Ne, die kann doch gar nicht freckt sein, oder? Ne. Das Level 10 hat man, glaube ich, keinen Verfall, oder? Ne, 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 ne. Aber du bist Level 10. Soweit ich weiß. So, dann werden wir uns auch schon wieder auf den Rückweg machen. Ich glaube, das werde ich dann... einfach jetzt... Warte mal. Ich beende hier den Part, Leute. Und wir sehen uns dann da drüben. Beim Verräter wieder. Das mal hier mal... ein wenig vorankommen, ne? Also Leute, bis zum nächsten Part von World of Warcraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.